Hallihallo, wie geht's? Und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dandy. Vergiss jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreib ein süßes Kommentar und lass dem Video jetzt einen Daumen nach oben da. Heute, Freunde, heute geht es um Haribo in diesem Video. Also schaut das Video bis zum Ende und da ist Iki. Was? Okay, der sitzt da einfach nur rum. Dann wollen wir mal zu Iki gehen. Der ist da. Leute, der ist da. Lecker. Haribos. Warum? Wie kommt? Was für ein Zufall. Iki? Oh! Hey, was geht, ne? Ey, ich esse gerade die ganzen Süßigkeiten, ne? Du musst damit aufhören, Iki, sonst wirst du noch dick. Ich habe sowieso nur noch ein. Du hast Haribos! Ich hab Hunger. Ja, aber gib die wieder her, bitte. Ich hab jetzt alles. Weißt du, hast die ganze Zeit gegessen? Du kannst auch mal was ich abgeben. Nein, ich hab grad was anderes gegessen. Ich hab grad Popcorn gegessen. Und jetzt will ich die Haribos essen. Das sind die letzten. Her damit, los! Ich hab dafür Geld bezahlt. Geh doch in den Laden, hol die neue. Hey, gib mir. Geh doch einfach in den Laden, hol die. Kauf die neue Haribos. Gib mir erstmal kurz die. Okay. Was ist denn los? Es gibt keine mehr in der Stadt! Wie? Es gibt keine mehr in der Stadt. Wie kann es denn keine Haribos mehr in der Stadt geben? Ich hab nämlich gerade die letzten gekauft. Die nächste Ladung kommt erst nächsten Donnerstag. Oh, Iki, du Vielfraß! Er hat einfach die ganzen Haribos der Stadt. Ja. Ich hab Popcorn gegessen und das sind die letzten. Also, ich hab's von hier gesehen, dass du was Buntes gegessen hast. Und lüg mich jetzt nicht an. Dandy. Guck mal. Pass auf. Wir können uns die teilen, ja? Ich nehm den grünen, okay? Immerhin nimmst du den grünen. Nehm ich den roten. Okay. Ist den grünen? Ja. Oh Gott, ich habe beide gegessen. Es tut mir furchtbar leid. Was? Iki? Ja, das war zu lecker. Iki, ich habe so tut mir leid. Ich habe so großen Hunger nach Haribos. Iki, ich hätte so Lust, in Haribos zu baden. Ich habe so Hunger danach. Alter, ich habe gerade die beiden gegessen, ne? Du glaubst es nicht, aber ich habe jetzt nur noch mehr Bock drauf. Iki, stell mal vor, wir würden in einem riesigen Haribo reingehen und einfach von innen alles aufessen. Gott, oh Gott, das ist. Sowas gibt's doch gar nicht. Sowas gibt's nur in Märchen und so. Schau mal erstmal hier im Kühlschrank. Oh, sieht schlecht aus. Aber hey, pass auf, Danny, wir können ja das hier essen. Was ist das? Eine Rübe. Das ist doch voll eklig. Haribos sind so lecker. Ja. Eine Banane ist ja auch nicht schlecht. Oh Mann, ich will. Hallo? Haben Sie hier noch Haribos? Nee, sagt er. Er sagt nein. Oh, die sehen aus wie Haribos. Die Farben stimmen, aber das sind Brillen, Iki. Können wir nicht essen. Komm raus hier. Oh, Alter. Was sollen wir jetzt tun? Mann, jetzt haben wir keine Haribos mehr. Ich weiß auch nicht, was wir tun sollen. Was könnte man... Ich meine, bis nächsten Donnerstag, das ist viel zu lange. Nee, so lange kann ich nicht warten. Bis dahin bin ich schon längst... Freunde, was sollen wir tun? Habt ihr auch nicht Lust auf Haribos? Schreibt mal es in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir jetzt irgendwie Haribos bekommen. Oh Gott. Oh, das wäre echt cool. Haribo-Eis, Haribo-Kuchen, alles mit Haribos. Hauptsache Haribos. Oh, ich werde nur verrückt, wenn ich dieses Wort nur einmal sage. Ich bin so... Haribo! Ich bin so besessen davon gerade. Kennst du den Spruch? Haribo macht Kinder froh und den Ickis Popo. Ja, den kenne ich, der war gestern in der Werbung sogar noch. Ich will Haribo. Du hast mich zwar zum Lachen gebracht, Iki, aber der Hunger geht davon auch nicht weg, von deinen Witzen. Was ist los? Vielleicht sind welche in Licks Haus. Zufälligerweise weiß ich, dass hier der Schlüssel ist. Komm, der ist gerade arbeiten. Okay. So, guck mal hier. Da sind keine. Sind auch keine Haribos. Vielleicht hat er hier die gebunkert. Er hat bestimmt alle gekauft. Ja. Der hat da Fisch drinne. Guck mal überall hier. Ich finde keine Haribos. Der hat die locker gekauft. Wer soll die denn sonst hier abgekauft? So, zack, wieder zurücklegen. Quatsch, was du redest. Mann, ich habe jetzt echt Lust auf Haribos. Okay, ich hatte... Da drüben ist ein Automat. Komm schnell. Komm schon. Haribos. Oh, was? Nein, das sind keine Haribos. Das ist Schokolade. Ich habe heute gar keinen Lust auf Schokolade. Was ist los, Iki? Oh, was ist hier los? Iki, was ist los? Stimmt irgendwas nicht mit dir?
dreh dich lieber nicht um. Warum nicht? Mami, jetzt kann ja an Iki, hör auf, Witze zu machen. Okay, dreh dich um. Hä? Iki, wer ist das? Was ist das? Was ist das? Guck dir den mal an. Was ist das für ein Haribo? Vielleicht hat der ja Haribos. Iki, der wird jetzt bestimmt keine Haribos haben. Vielleicht, aber ja doch. Mal, aber warte mal. Okay, wie der aussieht. Ah, oh, da kommt der. Hey, warte. Der stehen sieht, geblieben. Der sieht was aus, willst du von uns? Weißt du, wie der aussieht, Iki? Wie ein wie? Magier. Einer, der zaubern kann. Hast du Haribos? Hast du Haribos? Ja. Hm? Oh Gott, sollen wir da hingehen? Man soll eigentlich nicht zu fremden Leuten gehen, wenn die Süßigkeiten haben. Eigentlich nicht. Wenn die Süßigkeiten haben, niemals zu fremden Leuten geht. Aber, Iki, du bist Polizist. Du bist geheim Superheld und ich bin eine starke Schildkröte und es wird nichts passieren. Ich bin kein Superheld mehr, schau mich an. Okay, du bist egal. Ich bin kein Superheld mehr. Okay, aber wir können es trotzdem versuchen. Ja, wir können es probieren, okay. Okay, wo, hast du wirklich so Haribos? Zeig uns die Haribos. Gib her. Gib. Iki? Iki, steh auf! Steh auf! Ah! Oh! Iki. Was ist passiert? Mein Kopf tut voll weh. Hier ist überall nass. Hä? Das sind Zähne. Das sind Zähne und das ist eine Zunge und hier ist Saba. Hä, wo sind wir? Warte mal. Das sieht aus wie ein Mund, aber von drin. Ja, wir sind... Warte mal, Iki. Ja? Wir haben ja gerade bei einem Magier nach Haribo gefragt. Kann es sein, dass uns der Magier in einen riesigen Haribo reingetan hat? So wie du es dir gewünscht hast? Niemals. Genau. Doch, guck kann mal, ich sein, das aber ist rot. Echt, das sind echt Zähne. Das sind Zähne, es ist rot und es... Ih, wir sind auf der Zunge. Das ist Sapper. Ja, das habe ich doch gesagt. Riech mal an rein der Wand. Riech mal hier an der Wand. Das riecht nach Haribo. Das riecht schon süß, du hast recht. Aber warte, was steht hier? Willkommen in dem Magen von einem Haribo. Da steht sie sogar schwarz auf Holz. Kämpft euch durch den Goldbären, um die Belohnung zu bekommen. Iki, wir sind wirklich in einem Haribo drin. Das glaube ich erst. Guck mal, wenn hier ist auch... Ja, was denn? Was ist das? Ich glaube, das ist so Gelee-Wasser oder so. Ich weiß es nicht. Und hier ist eine Kiste. Okay, sollen wir mal reinschauen? Ja. Nicht schon wieder. Wir müssen kämpfen. Na gut. Okay. Oh Mann, wir müssen wieder kämpfen. Oh nein, ich habe Angst. Ich gehe barfuß. Gehst du barfuß? Okay. Wenn du dann... Ja, okay, mach das. Oh, guck mal, Herr zur Tür. Komm, guck da durch. Das sind Goldbeeren. Meinst du, die können wir essen? Ich weiß nicht, wenn die stark sind, dann werden wir eher kämpfen müssen, anstatt die zu essen. Drei. Zwei. Eins. Los! Oh Gott, Haribos greifen uns an! Oh! Hilfe! Ja. So viel habe ich umzingelt. Danny, wo bist du denn? Ich bin da! Danny, hilf mir! Warum gehst du vor? Iki, mein Gott! Man sind die stark! Sammelt diese Sachen ein, die haben Sachen fallen gelassen. Oh, Gelee. Den Was ist das denn für einer? Ein japanischer Goldbär. Ja, aber guck mal, die Tür geht hier auch nicht auf. Vielleicht müssen wir mit dem reden. Meinst du, wir müssen mit dem reden? Oh. Was ist los? Er tauscht was. Was tauscht, warte. Der tauscht diese 10 Gelee-Dinger, diese Haribo-Gelee-Dinger, gegen einen Schlüssel aus. Dann tausch mal. Okay, ich habe jetzt den Schlüssel. Gib mal her. Mal gucken, ob warte, passt. Warte. Mach nicht auf. Das sind ja Gegner. Hier geht's ja weiter nach oben. Willst du erstmal nach hoch? Okay. Hier ist auch eine Tür. Was machen wir jetzt? Aber ich weiß nicht, ob der Schlüssel da reinpasst. Ich glaube, ich weiß nicht. Also auf geht sie auf jeden Fall nicht. Guck mal, ob der aufgeht. Nee, der passt nicht. Dann gucken wir mal, ob es hier aufgeht. Guck mal, ob der Schlüssel hier. Zack. Oh. Hat gepasst. Hat gepasst. Das sind rote Haribo. Okay, dann kämpfen wir gegen die, ja? Okay, wir schaffen das, Iki, zusammen! Drei, zwei, eins! Und go! Du als erstes! Ich geh ja schon! Rein da! Guck mal, die passen nicht alle hier durch! Wir können die überlisten, Iki! Hilfe, ich bin drinne! Komm raus! Nein! Hilfe! Komm rein, Danny, hilf mir! Ich kämpfe ja schon! Es sind so viele! Piu, 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 piu! Und? Oh, neues Gelee, schau mal! Neues Gelee? Heute ist es so lecker, ich will es am liebsten essen. Da ist wieder so ein japanischer Goldbär. Tauschen. Hey, du. Der gibt uns wieder einen Schlüssel. Los. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel für die Tür oben. Komm mit, wir probieren's. Wir probieren's. Gib den her. Hier, nimm. Oh, ich hoffe, das geht jetzt. Und?
Zack. Oh. Und das, Iggy, es und? Ist offen. Sind Schau hier Gegner? Mal. Sind hier Gegner? Niemand. Warte. Ist hier was in der Kiste? Eine Leiter. Na toll, was soll man mit einer Leiter wow, machen? Wow, cool. Ja, da das gut, kann nicht sein. Das war's. Hier gibt's nichts mehr. Mann, ich wollte einen Goldbären haben. Iggy. Nein. Guck Nein. mal da oben. Nein. Da ist eine Kiste. Wo? Spring doch mal. Da. Oh. Oh. Die Leitern sind, um da hochzukommen. Guck. Los. Zack, zack, zack. Hoch mit dir. Es klappt. Okay. Das muss jetzt die Belohnung sein, für die wir hart gekämpft haben. Öffne sie. Da, 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 da. Oh mein Gott. Das sind Haribo-Kuchen und so viele Diamanten. Schnell, nimm alles, was du kriegen kannst. Nimm du die Kuchen. Ich nehme die Diamanten. Nee, 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 nee. Was? Nein, nein, wir tauschen gleich. Du sollst sie einfach nur okay, rausnehmen. Okay, okay, hier, nimm. Okay. Das hat sich aber mega gelohnt. Lecker. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt ein Abo da, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, schreibt ein süßes Kommentar und schaut bei Iggy vorbei, da kommen richtig coole Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüssi.